Guten Tag und schön, dass ihr nochmal da seid. Wir sind zurück hier bei Crusader Kings 2 mit Kaiser Andreas. Wir werden unseren neuen Fokus auswählen, denn der Kriegsfokus, der passt jetzt momentan nicht mehr so gut. Wir wollen ja erstmal so ein bisschen Stabilisierung reinbringen. Wir sind zwar noch ehrgeizig, aber die Expansion ist jetzt nicht unser Kernanliegen. Es gibt drei Foken, Foki, die ich da... wo ich der Meinung bin, dass sie ganz gut passen würden. Das ist einmal der Familienfokus, der Zechereifokus und der Herrschaftsfokus. Warum Familienfokus? Wir könnten langsam anfangen, dass wir versuchen, unsere Familie so ein bisschen zusammenzubringen. Ist ja auch so ein bisschen Familientradition. Wir sind ein geselliger Mensch und wir wissen, dass wir langfristig denken müssen. Wir sind ja auch geduldig und sonst was. Und dass wir da vielleicht mal Wunden kitten müssen, denn wir sind ja auch als Familienmörder bekannt. Von daher wäre das schon durchaus angebracht. Zechereifokus, warum nicht? Also, wir haben eine lange Historie als Zecher. Wir sind gesellig. Warum nicht mal wieder mit Leuten trinken gehen? Und warum der Herrschaftsfokus? Vielleicht uns mal drauf fokussieren, dass wir das Reich ein bisschen verwalten und da die Einheit stärken. Das sind die drei Möglichkeiten. Ich würde es auswürfeln. Wir machen das so, dass es 1 bis 2, 3 bis 4, 5 bis 6. Es ist eine 4, das heißt, wir greifen wieder mal nach dem Bier. Wow, hat sich gereimt. Schön, wunderbar. Was haben wir hier? Wir können Titel wieder übernehmen, ja. Der Kirchenstaat. Na, guck mal, das ist wieder gesenkt worden. Ja. Wir könnten die freie Investitur wegmachen. Als Gesetz, weil wir das ja eigentlich ja schon so versprochen hatten. Genau. Das heißt, nur noch der Papst ernennt die Bischöfe. Ich denke, das ist in Ordnung. Das machen wir. Okay. Das heißt, er müsste uns jetzt auch wesentlich wohlgesonnener sein. Ja, ist schon mal besser geworden. Natürlich nicht optimal, aber das ist jetzt nicht so das, was wichtig ist. Also, da haben wir noch. Einen von denen wollten wir festnehmen lassen, eventuell. Ihn hier war das. Er hier war das. Aber ist ein bisschen schwierig. Er führt auch eine Fraktion an. Fraktionen sind alle momentan relativ schwach, aber da müssen wir ein bisschen drauf achten. Okay, wir sind ja wieder Zecher. Das heißt, wir werden mal wieder hier ein paar Leute einladen. Das geht nicht. Warum können wir sie nicht einladen? Ach, weil wir nicht im Frieden sind. Genau, wir haben ja hier hinten im Osten einen Krieg, aber an denen werden wir uns nicht beteiligen. Das byzantinische Kaiserreich ist aber auch krass hier so rübergewachsen. Da wird ihnen hier Anatolien weggenommen und die interessiert das eigentlich gar nicht. Und die wachsen dann einfach nach Osten. Sehr, sehr interessant. Ich bin auch sehr gespannt, wie am Ende die Karte dann aussehen wird. Wenn das Projekt dann zu Ende ist. Wir haben ja noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen was wir durchgehen müssen. Ja, das sind momentan die Leute, die gewählt werden würden. Prinz Egbert wäre das momentan. Okay, was haben wir hier? Herzog Bogud von Oberlothringen hat Herzogtum Oberlothringen geerbt, weil er gestorben ist bei einem Unfall. Aha. Ja, der war eigentlich ganz gut, glaube ich. Der war ganz gut. Ah, ja, das war unser Kanzler. Ja, super. Okay, das heißt, wir brauchen dann wieder jemand Neues. Es gibt sonst keine mächtigen Vasallen, die da irgendwie in den Rat rein wollen. Das heißt, einer von denen hier. Wieder Paul, Kaspar. Ach, schaut mal, ist sogar jemand aus unserem Hause. Unser Cousin ist das. Boah, der hat eine ganz, ganz schlechte Meinung von uns. Aber ich nehme, glaube ich, hier den Herzog von Hessen, weil er ein Vasall ist. Und nicht mal so schlecht ist, von daher. Wir haben zwar keine gute Meinung von ihm, aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Welche Vasallen sind dann besonders schlecht auf uns zu sprechen? Der Österreicher. Und ein Salzburg. Und. Ja, einige eigentlich. Ja, wir werden aber hier mal in Österreich anfangen, also.
Diese Provinz ist das, genau. Das heißt, wir werden ihn da mal hinbringen. Er soll mal hier die Beziehungen verbessern. Genau, wir haben einen Kindheitsfokus für Nikolaus. Okay, wir werden erstmal hier ein Verlöbnis für ihn auswählen. Wie mir Material nicht. Okay, hier wäre natürlich jemand möglich, aber viel zu alt. Das ist unsere Enkelin. Ja, vielleicht hier Genua. Utaka, okay. Patricia von Utaka, interessant. Ja, schaut mal. Gerhild. Die Nachfolgerin auf das Herzogtum Münster. Ist ein bisschen älter, aber ist, denke ich, in Ordnung, wenn wir machen. Okay, und dann gehen wir hier nochmal drauf und wählen hier einen Fokus aus. Wird wieder ausgewürfelt. Es ist eine 4, das heißt hiervon. Wir nehmen mal hier Glauben. Weil wir ja auch jetzt gerade schon mal hier so ein bisschen Geld an den Deutschen Orden gespendet haben und uns mit dem Kirchenstaat ein bisschen ausgesöhnt haben, ist das, denke ich, ein ganz guter Punkt. Okay. Okay, die haben ein Bündnis geschmiedet. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ich hoffe, der Krieg hier ist bald vorbei. Damit wir da mal ja, feiern können. Oh, ist vielleicht diese dieses Ritterturnier vorbei, also nicht gekommen wegen wegen dem Krieg? Das könnte gut sein. Okay, die kloppen sich da. Ist uns egal, wenn die sich gegenseitig kloppen. Bringt zwar jetzt auch nicht wirklich viel Stabilität für das Reich, aber das ist keine Sache, die uns jetzt im Fundament trifft. Es gibt auch hier Bedrohungen. Was ist denn aktuell das Größte? Ja, der Herzog von Österreich. Kann man den verschwinden lassen? Der will eine Wahlnachfolge in Kroatien. Ist ein bisschen schwierig, den verschwinden zu lassen. Okay, er möchte hier... Nee, sie will jemanden umbringen. Und wir hatten hier kurz ein Angebot, was aber direkt wieder weg ist. Von daher auch nicht weiter... nicht weiter wichtig für uns. Na, das mit dem Krieg hier ist doof. Ich hoffe mal, dass der Krieg da relativ schnell vorbei ist. Also, dass es nicht mehr zu lange dauert. Ah, guck mal, die haben auch ein Kind bekommen. Ah, gar nicht mal so weit, so lange her. Svetosa Bartolomeosovic. Alles klar. Auch ein sehr, sehr schöner Name. Also insgesamt wäre sein Name Svetosar Bartolomeosovic Saarbrücken. Naja. Unser Enkel. Der müsste eigentlich auch in der Erbfolge gar nicht mal so weit unten sein, oder? Hier was Königreich Saarbrücken sein. Ja, so weit weg ist er nicht. Das wäre natürlich interessant, wenn man die ganzen Sachen da alle ja, zusammenkriegt. Genau, bei ihm ist das ja so, dass sie, wenn sie stirbt, wird er ja der Herzog von Lisboa und Portugal und so weiter. Aber sie darf nicht vor uns sterben. Sie hat auch wieder geheiratet. Ja, hier von Lisboa, okay. Hoffen wir mal, dass da keine Streitigkeiten gibt wegen Erbfolge und sonst was. Aber okay, der Höfling hat hier mit Amalie ein Kind bekommen. Ja, Ludolf, wenn er ihn gerne Ludolf nennen möchte, dann soll er das gerne tun. Wir würfeln mal hier aus. Das ist eine 4. Er bekommt auch mal Glaube. Ja, warum nicht? Hat er momentan so einen Glaubensfokus, unser guter Herrscher. Wir könnten hier mal unser Gefolge wieder hier aufstocken. Volle Kanne rein. Dass das erstmal wieder aufgerüstet wird. Damit das nicht hier so auf 885 bleibt. So dass wir uns auch wehren können im Notfall. Und warten mehr oder weniger darauf, dass dieser Krieg da vorbei ist. Damit wir da auch mal ein Gelage oder ähnliches machen können. Die Handelsroute von Saarbrücken benötigt dringend ein neues Schiff und neue Ausrüstung, damit der Warenstrom in unser Reich nicht abreißt. Ja,
Diese Handelsroute muss weiter in Betrieb bleiben. Natürlich geben wir Geld dafür aus. Geld ist nicht gerade wichtig für uns. Wir geben da immer wieder was aus, wenn wir was bauen können. Eigentlich hätten wir hier mehr bauen können. Wir haben ja angefangen, das zu bauen, aber wir könnten ja auch hier in den anderen Städten was zu machen. Eine Stadtwerft ist hier dran. Genau, hier. Da können wir da auch eine Stadtwerft oder eine Stadtwache. Wir machen mal hier eine Stadtwache. Hier wurde jemand geboren. Sie hat eine Tochter bekommen mit unbekanntem Vater. Okay, Astrid. Ja, für... Ah, okay. Irgendein anderes Haus von Saarbrücken. Da werden wir uns mal nicht drum kümmern, also den Fokus zu geben. Hätten wir eigentlich bei dem anderen auch nicht machen müssen, aber okay. Haben wir dann getan. Okay, er möchte gerne... Der König von Norwegen möchte gerne Kunigunde von Nordheim heiraten. Okay. Habe ich jetzt kein Problem mit. Das denke ich in Ordnung. Zu einem Nicht-Angriffspakt führt das so oder so nicht. Von daher ist das jetzt eigentlich hinfällig. Gut, man hätte vielleicht gucken können, dass wir jemand aus unserer Dynastie da haben, aber ja, die Notwendigkeit ist jetzt da nicht so unbedingt gegeben. Okay, hier der Krieg wird ja relativ bald vorbei sein, würde ich jetzt mal sagen. Relativ bald. 3 Jahre läuft er schon. Naja. Aber hier die Truppen, die füllen sich da schon mal. Das ist schon mal wieder ganz gut. Rein theoretisch ist es auch möglich, hier anderen Ländern Vasalisierung anzubieten. Aber wir sind halt nicht der de jure Lehnsherr. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Könnte man ab und zu mal vorbeischauen. Hier gerade die ganz kleinen. Könnte man das ja mal anbieten. Okay, was haben wir da? Meine Gattin Valdrada hat sich in letzter Zeit wirklich gehen lassen. Mahlzeit auf Mahlzeit verwandelt sich das, was einmal eine anmutige und zarte Frau war, zu einer übergewichtigen Kuh, die nur darauf wartet, mit was sie als nächstes gefüttert wird. Eieiei. Wir haben 3 Möglichkeiten. Ich muss sie möglichst höflich warnen. Es wird hier sogar so eingekringelt, deswegen werden wir das hier auswählen, weil wir ja diplomatisch sind und wir sind gesellig. Wir sind kein gemeiner Mensch. Von daher ist das jetzt erstmal nicht so das große Problem. Leider scheint es, als ob meine Worte ungehört geblieben sind. Valdrada hat meine Warnung ignoriert und verbringt ihre Tage weiterhin damit, ihren Mund mit viel Essen zu füllen. Ja, okay. Umso schlimmer für sie. Ja. Ist dann halt so. Kann man dann auch nicht ändern. Okay. Gelage können wir auch nicht abhalten, weil wir nicht im Friede sind. Genau, das war ja auch die Sache, was ich auch schauen wollte, ob wir vielleicht da nicht irgendwie ein Gelage oder sowas machen könnten. Wieder versucht jemanden irgendwie umzubringen. Man könnte natürlich auch schauen, dass wir hier versuchen, vielleicht mal unliebsame Vasallen zu entfernen. Vielleicht sie, die geht uns da ja schon die ganze Zeit relativ auf die Nerven. Aber die ist auch nicht stark. Also sie versucht ihren Einfluss da wettzumachen irgendwie. Aber wirklich gefährlich oder irgendwie problematisch ist sie jetzt nicht. Okay. Er hat ihr den Krieg erklärt wegen einer Stadt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. In die Stadt Zirnzester, okay. Ja, vielleicht ist das eine historische Chance für Genua, hier rüber zu fahren, hier die Flagge dazulassen und nochmal zurückzukommen. Und da denkt sich England, oh, ist aber eine schöne Flagge, die könnten wir doch für uns selbst benutzen. Ist ja, glaube ich, sogar historisch tatsächlich so. Dieses Rote Kreuz hier von Genua. Ist ja erst viel, viel später von England übernommen worden. Die hatten ja tatsächlich dann erstmal diese drei Löwen.
Und später hat man dann dieses rote Kreuz hier genommen auf weißem Grund, weil man da eine Flagge von Genua bekommen hat. Deswegen wäre lustig. Aber okay. Mein Freund Wukuman hat mich zu einem großen Bankett eingeladen. Ja, natürlich werden wir da hingehen. Ja. Massig Leute, massig Fraß, klasse. Da werden wir doch keine Gedanken machen. Okay, der wird uns wahrscheinlich jetzt umbringen, oder wie? Naja, wenn es so ist, dann ist es so. Es ist unser guter Freund. Wir sind. Ah, das ist der hier. Ist ja auch aus dem Byzantinischen Reich. Ah, okay. Das ist jetzt nicht so das große Problem. Da machen wir uns jetzt keine Gedanken. Ich wollte hier weiterschauen, was hier die kleinen Sachen da angeht. Ob wir da vielleicht irgendjemand vasallisieren können. Ihn können wir nicht vasallisieren, weil er momentan im Krieg ist. Vielleicht können wir ihn hier vasallisieren. Nee, auch nicht. Ja, das sind alles halt nicht die Jure-Leute und vor allem haben die auch andere Kulturen, sowas. Ja. Das ist hier ein Königreich. Ein Königreich ist sowieso nicht möglich. Ist auch hier so übelst zersplittert. Hier, ein König wird sich nicht unterordnen. Okay, was haben wir hier? Graf Eberhard von Holstein hat originale Liebesbriefe zutage geführt, die beweisen, dass Erzbischof Jakob von Friul in Wirklichkeit ein Bastard ist. Die Mutter Katharina hatte eine heiße Liebesaffäre mit Kaiser Popo vom Heiligen Römischen Reich. Was soll ich mit dieser schockierenden Information anfangen? Das ist er. Hier haben wir ein Problem mit ihm. Nee, eigentlich nicht. Warte mal. Die Mutter Katharina hatte eine heiße Liebesaffäre mit Kaiser Popo. Das ist er hier. Das ist ihr eigener Vater. Nee. Hä? Ja, das ist Kaiser Miroslav. Nee, das ist der Vater von ihm hier. Oh mein Gott. Ja, also wenn ich das jetzt richtig lese, außer es gibt da noch einen anderen Kaiser Popo. Wir können das ja gerne mal hier nachschauen in der Geschichte, wie viele Kaiser Popos es denn gab. Wir haben einmal da einen Popo. Ja. Ich würde mal sagen, das ist der einzigste Popo. Ah ja. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Nee, das ist falsch. Genau. Sein eigentlicher Vater ist nicht sein Vater, sondern der Vater seines Vaters. Oh Mann. Eieieiei. Sehr, sehr. Das ist auch Crusader Kings in a nutshell. Also, wenn man Crusader Kings beschreiben will, das. Aber okay. Ja, was machen wir? Wir haben mehrere Möglichkeiten. Ja, es bringt uns nicht, den da anzuprangern. Wir haben nichts davon. Wir wissen es, aber es bringt uns nicht. Behalte diese Information für euch. Oh, wir könnten ein Herzogtum übernehmen. Das Herzogtum Rhein. Das war doch mal auch in unserem Besitz. Von unserer Dynastie. Wo liegt denn das momentan? Das wäre das hier. Oh ja, klar, warum nicht? Also ich würde das jetzt einfach übernehmen. Das war hier in unserem Besitz. Das dürfte auch gar nicht mal so lange. Ja, die ganze Zeit war es in unserem Besitz von unserer Dynastie. Das heißt, das werden wir jetzt hier direkt mal übernehmen. Hier das Herzogtum übernehmen. Zack. In unserem Besitz. Zwar ist hier die Provinz jetzt nicht in unserem Besitz, aber das Herzogtum ist wieder in unserem Besitz. Was bedeutet, dass wir das Herzogtum erstmal wieder jemanden abgeben müssen? Und wir geben das. Es würde Sinn machen, ihm das abzugeben. Dann wäre er aber nicht mehr Vasall von ihm hier. Dann wäre er wieder unser eigener Vasall. Was aber nicht so problematisch wäre. Herzogtum von Rhein. Aber das ist so wieder so weit weg. Ist egal. Spielt keine Rolle, machen wir. Zack. Da ist er jetzt Herzog. Hat seinen Sitz da. Ach nee, der hat ja nur das Herzogtum. Der hat ja nicht die Grafschaft. Ja. War sowieso hier getrennt davon. Herzogtum Rhein war hier, glaube ich, oder so. Nee.
Steht nicht dabei, oder? Ah, hier müsste es dann gewesen sein. Naja, er spielt jetzt nicht so die große Rolle. Haben wir erstmal wieder übernommen und dann hier unserem Sohn gegeben. Und weil er ja legitimiert ist, sind seine Kinder ja auch in der gleichen Dynastie. Also alles auch ganz gut. Ist also nicht so das Problem. Meine sagenhafte Katze hatte sich gestern Abend an ihrer Lieblingsstelle am Fenster eingerollt. Vielleicht hatte sie gewusst, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte. Wenigstens ist sie friedlich von uns gegangen. Oh mein Gott. Nein. Oh, wie alt ist sie denn geworden? Oh Mann. Eure putzige Katze schnurrt sanft, wenn ihr euch ihrer Nähe befindet und ist immer da, um euch zu trösten und zu wärmen. Oh mein Gott, wir haben sie verloren. Puh. Gut, dass er nicht depressiv ist. Oh Mann. Wir haben zwei Möglichkeiten. Die Beerdigung soll im Garten stattfinden. Dort hat sie gerne gespielt. Oder der ganze Hof wird eingeladen, um das Leben meiner Katze zu würdigen. Wir sind ein geselliger Mensch. Wir sind bescheiden. Ja, Bescheidenheit würde ein bisschen dagegen sprechen, jetzt die ganzen Leute einzuladen. Ja, wobei. Hat auch eigentlich nichts wirklich damit zu tun. Hat ja nichts mit Stolz zu tun. Wir sind ja immer noch verwundet. Und gestresst. Er ist ja auch noch Falkner. Also ich glaube, der hat schon eine gute Beziehung zu Tieren. Also ich glaube, das wird ihn... Macht ihn schon fertig. Also ich werde es einfach auswürfeln. Es ist eine 5, das heißt, wir holen das untere. Der ganze Hof wird eingeladen, um das Leben meiner Katze zu würdigen. Eure Katze wäre geehrt. Wir verlieren 456 Gold. Wir werden wohltätig. Und wir haben unsere Katze verloren. Sehr, sehr schade. Ja, das ist traurig. Wie alt ist sie denn geworden? Das weiß ich gar nicht. Schade, dass das nicht dabei gestanden hat. Okay, die fetzen sich jetzt um den Anspruch auf Hessen. Okay. Das wäre auch so ein Zeitpunkt, wo man vielleicht hier mal den Reichsfrieden durchsetzen könnte. Aber wir dürfen gar nicht den Reichsfrieden durchsetzen. Okay, gut. Bevor wir weitermachen werden, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das war's von eurem Kompass Bambuso.